Hi, ich bin Jette. Herzlich willkommen zu diesem neuen DIY-Video von mir. Heute werde ich ein paar DIYs zum Thema Ostern machen, und zwar last minute. Also falls ihr jetzt noch so ein paar Inspirationen zum Thema Ostern braucht, dann habe ich jetzt gleich ein paar Ideen für euch, die man auch ganz einfach mit Dingen von zu Hause nachmachen kann. Ich wollte euch aber trotzdem noch mal ganz kurz darauf aufmerksam machen, weil ich glaube, dass viele von euch meine Videos schauen, aber meinen Kanal gar nicht abonniert haben. Und momentan haben halt nur 50% der Leute, die meine Videos halt regelmäßig schauen, nur meinen Kanal abonniert. Also würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du Teil meiner kreativen Community werden möchtest. Und ich würde auch sagen, ich laber euch jetzt nicht lange voll. Wir fangen auch sofort an mit den DIY-Ideen. Ich habe ja schon öfter mal so Girlanden gemacht für zum Beispiel den Geburtstag oder irgendwie Halloween. Und heute machen wir das auch eben mit dem Thema Ostern. Und bei so Girlanden mache ich das meistens so, dass ich mir eine Form ausdenke, die ich dann gerne an die Schnur irgendwie anbinden möchte. Und in diesem Fall waren das halt Hasenohren. Ihr könnt aber auch zum Beispiel sowas wie Ostereier nehmen. Ich fand einfach so Hasenohren eine ganz süße Idee. Und meistens fertige ich mir zuerst eine Skizze an, also male mir kurz so ein Bild auf, wie ich mir die Girlande in etwa vorstelle. Und ich habe dann auch noch auf Pinterest nach Inspiration gesucht. Das mache ich halt meistens. Und da findet man dann auch verschiedene Formen von Hasenohren. Die habe ich dann einfach in mein Skizzenbuch gemalt, damit ich mich später so ein bisschen daran orientieren kann. Jetzt braucht ihr Pappe. Ich habe hier so einen riesigen Karton. Und darauf werde ich dann jetzt nochmal die Hasenohren aufmalen und dann auch ausschneiden. Dann habe ich meine Hasenohren mit so pinker Sprühfarbe angesprüht. Da könnt ihr aber auch ganz normale Acrylfarbe nehmen. Natürlich ist auch die Farbe optional, also einfach was euch da am besten gefällt. Nur Sprühfarbe in dem Fall geht einfach so ein bisschen schneller. Jetzt werden diese Hasenohren aufgefädelt. Und da mache ich das einfach so, dass ich mir zwei Löcher in diese Hasenohren piekse. Ich habe die jetzt an dem Kopf quasi angebracht. Das wäre aber, sag ich mal, schlauer, die an den Ohren anzubringen. Einfach weil die Ohren so ein bisschen schwerer sind, denn dann kann es halt sein, dass die Girlande so umkippt. Das ist mir dann später passiert. Also am besten die Löcher weiter oben anbringen, weil dann das Gewicht ausgeglichen ist. Dann habe ich einfach, wie ihr das auch schon kennt, im letzten Video habe ich das ähnlich gemacht, im letzten DIY. Also einfach so einen durchsichtigen Faden durch diese Löcher fädeln und dann habt ihr einfach auch schon eure fertige Girlande. Also so schwer ist es eigentlich nicht. Und dann habe ich Seidenpapier verwendet, einmal in Grasgrün und einmal eben auch in Rosa. Ich mag einfach die Farbkombi so Grün-Rosa super, super gerne. Und dann habe ich mir hier so ein bisschen Deko daraus irgendwie gebastelt. Ich habe zum Beispiel so kleine Kreppblumen, nenne ich die immer. Also ich habe dieses Papier einfach so ein bisschen faltig aufgewickelt und dann mit Heißkleber an dem Hasen und den Ohren einfach festgeklebt. So, dass es eben zum Beispiel so aussieht wie Wangen, also so zwei runde Bällchen. Oder ich habe zum Beispiel auch rosane Flächen an den Ohren aufgeklebt. Das ist halt so ein bisschen aussieht wie diese Hörmuschel eben. Also sieht eigentlich ganz cool aus, gerade weil es dann nochmal so ein bisschen Löffelchen ähnlicher aussieht, wie ja bei den Hasen das so ist. Also da könnt ihr eigentlich machen, was euch so einfällt. Ich mache das auch immer so ein bisschen abhängig von den Sachen, die ich so zu Hause finde. Gerade weil es ja so last minute ist, muss man jetzt nicht unbedingt dafür einkaufen gehen. Deswegen ist es eigentlich alles relativ easy. Und das sind jetzt hier
meine fertigen Hasen. Ich finde die voll süß alle. Ganz besonders dieser hier, den ich am Schluss noch gemacht habe mit dem Rosa. Der gefällt mir richtig, richtig gut. Und das habe ich dann einfach aufgehängt. Zum Beispiel, jetzt kann ich es auch hier in meinem Hintergrund anbringen. Sieht eigentlich immer ganz schön aus. Und dann habe ich mir gedacht, dass man auch total schöne Osterpostkarten basteln könnte, die man dann zum Beispiel an Verwandte oder Freunde versenden kann, aber eben mit so einer persönlichen Note. Und so habe ich mir dazu aus ein bisschen Aquarellpapier so Karten in Postkartengröße ausgeschnitten und dann darauf auch mit Bleistift eine kleine Vorzeichnung gemacht, wenn ihr euch so mit dem ganzen Zeichnen noch nicht so sicher seid, gerade mit Aquarellfarben. Ich habe jetzt hier mit Aquarellfarbe gearbeitet. Dann finde ich so eine Vorzeichnung eigentlich manchmal ganz schön. Ihr könnt zum Beispiel auch, ich mag immer so gerne Fineliner in Kombination mit Aquarell, noch dann ja so Fineliner-Umrandungen um euer Motiv malen. Das sieht auch euch mal ganz cool aus, dann wisst ihr auch gleich, ja genau, wo ihr die halt Farbe ansetzen müsst und ja, das einfach nur ausfüllen müsst. Das ist eigentlich auch ganz einfach. Bei der ersten Karte warten das dann einfach so verschiedene Paare Hasenohren, die aus allen Richtungen kommen. Ich habe dann so eine rosa Farbe für das Innere der Ohren angemischt, das dann an einer Seite aufgetragen. Und dann die andere Seite einfach nur mit Wasser angepinselt, damit es dann auch so einen plastischen Look bekommt. Und dann noch so frohe Ostern draufgeschrieben. Also das ist auf jeden Fall meine erste Kartenidee. Und dann hinten eben so ein Postkartendesign so darauf gemalt. Und bei der zweiten Karte habe ich dann auch ja so ein bisschen aufgelöster gearbeitet, auch ohne Vorzeichnung, einfach dann frei mit Aquarell so einen Hasen drauf gemalt. Ich mag das immer ganz gerne und da habe ich dann einen blauen Hasen so zur Abwechslung drauf gemalt, eben auch so mit einem umgeknickten Ohr und dann auch so ein bisschen mehr so von der Silhouette, also den Körper sieht man auch noch ein bisschen und den Kopf. Und ich finde es auch hier noch immer ganz schön, wenn man noch so einen Schriftzug hinzufügt. Also ich habe einfach frohe Ostern draufgeschrieben bei beiden Karten. Ihr könnt es natürlich auch irgendwie noch ein bisschen persönlicher gestalten mit einer Nachricht auch noch vorne drauf oder so. Aber da könnt ihr einfach eure Kreativität freien Lauf lassen. Das ist ja das Schöne bei so ja, Postkarten, die man selber macht. Man kann eigentlich alles Mögliche darauf malen, was man gerne möchte. Ähnlich wie beim ersten DIY werde ich jetzt aus Pappe so kleine Eier ausschneiden, also einfach erstmal Eier aufmalen, dann ausschneiden und da werden die dann so 3D-mäßig zusammengesteckt, was ich mir ziemlich cool vorstelle. Man kann sich da zum Beispiel auch eine Vorlage machen. Und wenn man sich das jetzt auf die Pappe legt, hat man auch immer ja die gleiche Form. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber diese Pappe, die ich verwendet habe, hat halt ja so eine Kante, die ich nicht so schön fand. Deswegen habe ich da einfach Paketband verwendet und das da halt drumherum geklebt, einfach damit es so ein bisschen glatter ist. Und damit wir dann die Eier auch ineinander stecken können, müsste man dann jeweils bei der Unterseite und von der Oberseite so einen 0,5 cm breiten Streifen reinschneiden, sodass dann eben Platz ist und die dann auch gut ineinander haken können. Und jetzt werden die dann auch wieder angemalt bzw. mit Farbe angesprüht. Da habe ich dann so ein bisschen buntere Farbkombis verwendet, zum Beispiel so ein Mintgrün und Orange und Blau und Gelb, einfach weil ich super farbenfroh haben wollte. Und dann habe ich die auch erstmal trocknen lassen. Jetzt habe ich sie noch mit Punkten verziert oder mit zum Beispiel so ja, gewählten Strichen, eben ja, womit man halt Ostereier bemalen kann. Und habe da so einen ja, bronzefarbenen Filzstift verwendet. Und jetzt werden die beiden Hälften ineinander gesteckt. Das ist manchmal so ein bisschen schwierig, weil die sich so ein bisschen verhaken und so weiter. Aber ja, man bekommt es relativ gut hin, die dann so zusammenzustecken. Und ja, ich finde den Look einfach ganz cool. Und es ist immer was anderes. Nicht mal nur ja, runde Ostereier, sondern mal ja, ein bisschen crazy. Wenn man jetzt zum Beispiel keine Erdsoße hat oder die auch nicht verschwenden möchte, dann ist es eigentlich eine ganz coole Alternative, finde ich. Und das hier ist mein fertiges Osternest. Ich finde es richtig, richtig süß eigentlich, dass man eben auch ja so Ostereier eigentlich mal mit einer ganz anderen Methode nachmachen kann. Also viele benutzen ja zum Beispiel so Styropor-Eier oder auch echte Eier, um es an den Osterstrauß zu hängen. Aber ja, so kann man eigentlich auch Eier ganz einfach selber DIYen. Einfach eine sehr, sehr farbenfrohe Alternative, auch hier mit meinem DIY-Osternest.
Ihr könnt mir jetzt hier oben in der Abstimmung gerne verraten, welches der DIYs euch am besten gefallen hat und was ihr gerne nachmachen werdet. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ich sonst als nächstes für ein DIY-Video machen soll. Und auf jeden Fall auch abonnieren, wenn du es noch nicht gemacht hast. Das würde mich wirklich riesig freuen. Und dann verpasst ihr auch keines meiner kreativen Videos mehr. Natürlich auch die Glocke aktivieren, ihr wisst Bescheid, Benachrichtigungen und so weiter. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Ich wünsche euch allen schöne Osterferien. Bis dann. Tschüss.